Hallo und willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal, der sich rund um die Mercedes-Klassiker der 70er, 80er und 90er dreht. In einem der vorangegangenen Videos haben wir uns die Bremsanlage an der linken Vorderachse angeschaut. Wir haben die Bremsscheibe gewechselt, wir haben den Bremssattel ausgebaut, wir haben den Bremssattel instand gesetzt und auch optisch aufgewertet. Und zum Schluss haben wir dann die neue Bremsbeläge noch eingesetzt. Jetzt hier am Beispiel an der rechten Vorderachse, an dem Bremssattel, den ich ausgebaut habe, möchte ich euch in dem Video zeigen, wann sich eine Instandsetzung nicht mehr lohnt. Einmal aus Kostengründen und einmal natürlich auch aus Gründen der Sicherheit, wann ich einen Bremssattel nicht mehr instand setzen kann und wann es auch Sinn macht, dann sich ein neuer Bremssattel komplett zu holen. Und an was man das erkennt und auf was man da achten sollte, das möchte ich euch nach dem Intro zeigen und dann sehen wir uns gleich. Jetzt hier den Bremssattel auf der rechten Seite der Vorderachse hier bereits ausgebaut. Ich habe den Bremssattel zerlegt in seine zwei Hälften und habe auch hier schon einen Bremskolber ausgetrieben mit Druckluft und habe dann, nachdem der draußen war, hier schon deutlich gesehen an der Laufbahn, dass hier starke Verschmutzungen dran sind und auch teilweise der ganze Kolber schon rostet, und ich sehe es hier oben auch in der Nut, dass hier alles voll ist mit Rost. Und wenn ich mir dann die Zylinderlaufbahn von diesem Kolber anschaue, habe ich über der Dichtung schon ganz, ganz deutliche Rostablagerungen, und da macht es einfach überhaupt keinen Sinn mehr, neuer Dichtungssatz für diesen Bremssattel sich zu kaufen, der ja auch nicht gerade günstig ist. Jetzt gerade für diese Bremssättel, diese Vierkolbe-Bremssättel, kostet jetzt von ATE ein neuer Dichtsatz auch schon 40 Euro. Und da brauche ich meines Erachtens überhaupt nicht mehr anfangen, da irgendwas instand zu setzen, weil ich müsste jetzt hier diese Zylinderlaufbahn, müsste jetzt entweder mit aggressivem Reinigungsmittel irgendwie anfangen zu reinigen, beziehungsweise auch mit dem Schleifpapier diese Roststelle zu entfernen, und dann ist die Chance relativ groß, auch mit neuen Dichtungen, dass ich diese Zylinderlaufbahn und die einzelnen Kolbe hier nicht mehr komplett abgedichtet bekomme und dann halt im Betrieb mir die Bremsflüssigkeit über diesen Kolber dann auf den Belag abhaut und die Bremsleistung entweder komplett ausfällt an diesem Bremssattel oder halt deutlich gemindert ist. Ja. Ihr habt es befunden, habt es angeschaut, mir ist auch hier auf der Hälfte bei dem Versuch, den einen Bremszylinder hier auszutreiben, ist mir hier auch so ein Stück vom Kolber abgebrochen. Also wie gesagt, das macht hier bei dem überhaupt keinen Sinn mehr, und ich habe mich dann entschieden, einen neuen Bremssattel für diese Seite zu kaufen. Und wenn man jetzt mal sieht, dieser Bremssattel hat mir jetzt übers Internet 130 Euro gekostet, und wenn man mal sieht, dass allein schon der Dichtsatz für diesen Bremssattel 40 Euro kostet und dann habe ich immer nur den alten Bremssattel, macht es meines Erachtens mehr Sinn, in dem Fall einen neuen einzubauen. Zum Vergleich blende ich euch jetzt nochmal die Bilder von dem Bremssattel auf der linken Seite ein und blende euch auch die Infokarte zu den Videos ein, dann könnt ihr euch den Zustand von dem Bremssattel auf der linken Seite auch mal anschaue. Der war deutlich besser nach dem Ausbau wie der auf der rechten Seite, was auch wieder das bestätigt, dass bei Fahrzeugen, die auf der rechten Seite ihr Leben lang gefahren sind, dass einfach die Verschmutzung auf der rechten Seite viel, viel größer ist, weil ich am rechten Fahrbahnrand deutlich mehr Verschmutzung auf der Straße habe, mehr Dreck habe, mehr Spritzwasser habe, Fahrwasser habe, wie an der Fahrbahninnenseite auf der linken Seite. Und das sieht man jetzt hier bei diesem Bremssattel auf der rechten Seite ganz, ganz deutlich. So, wir werden jetzt diesen neuen Bremssattel jetzt oben am Fahrzeug wieder einbauen und in die neue Belege einsetzen und das ganze System wieder frisch mit Bremsflüssigkeit befüllen. So, hier ist an der Vorderachse auf der rechten Seite, wie man schon sieht, habe ich jetzt die Bremsscheibe neu gemacht. Ich habe
das Radlager neu gefertigt, genauso wie auf die linke Seite auch. Das ist jetzt alles soweit fertig. Dieses Schutzblech dahinter auch gereinigt, wieder frisch lackiert und angeschraubt und den ABS-Sensor hier hinter am Schutzblech wieder reingemacht. Sieht man auch alles im Video auf der linken Seite, wie das alles funktioniert und wie es angeordnet ist. Und ich nehme jetzt hier auf der rechten Seite meinen neuen Bremssattel, habe die Bremsleitung hier schon oben montiert, an der starre Bremsleitung, die oben vom Bremszylinder dann weggeht. Und kann jetzt quasi hier, wenn ich diese Sicherungskappe entfernt habe, für den Anschluss der flexiblen Bremsleitung hier meinen Bremssattel hier ansetze und den dann quasi reinschraube. So, unser neuer Bremssattel haben wir jetzt mit der Bremsleitung hier hinter verbunden wieder. Das passt soweit. Wir haben die Aufnahme für die Bremsbelagverschleißanzeige hier wieder am Bremssattel montiert. Hier die Aufnahme einmal für den hinteren Bremsbelag und einmal für den vorderen Bremsbelag. Und jetzt können wir die neue Bremsbeläge hier auf der rechten Seite von unserem Fahrzeug wieder einsetzen. Dazu, wie in dem vorangegangenen Video auch, schmieren wir ein bisschen die Rückseite, den Bremsbelagträger, mit ein bisschen Bremspaste ein. Und da die Kolbe jetzt beim neuen Bremssattel komplett drin sind im Bremssattel, dürfte jetzt auch das Einsetzen von dem Bremsbelag hier jetzt kein Problem mehr machen. Die kriege ich hier jetzt sauber rein, bis hier die Aufnahme durch die Befestigungssplinte hier übereinstimmt und ich dann den Splint von hinten plus die Feder dann auch dementsprechend eintreiben kann. So, den biege ich hier ein bisschen um und kann dann den vorderen gleich einsetzen. Mache dann hier Platz für meine neue Feder. Der beachte, dass die Wölbung hier nach außen zeigt. Setze die Feder dann wieder oben an und kann dann die neue Splinte, die auch bei dem neuen Bremssattel mit dabei waren, von hinten wieder einsetzen. Die Haltesplinte über dieser Feder für die Bremsbeläge haben wir jetzt eingetrieben. Dabei müsst ihr achten, dass die komplett drin sind im Bremssattel und hier quasi das Ende von der Splinte hier noch an den Öffnungen, die man ja dann wieder benutzt, um den Austreiber anzusetzen, um die Splinte dann beim Belagwechsel wieder rauszumachen, dass ihr hier das Ende seht. Das ist ganz wichtig, dass die komplett drin sind und hinten komplett versenkt sind, damit diese Bremsbeläge dann auch im Betrieb an Ort und Stelle bleiben. So, jetzt können wir unsere Belagverschleißanzeige hier oben wieder an unserem Träger dafür einstecken. Und dann putzen wir die überflüssige Paste hier noch ab. Und jetzt können wir im Prinzip anfangen, unsere Anlage wieder zu befüllen. So, wir sind jetzt hier soweit am Rad fertig. Wir haben den neuen Bremssattel montiert. Als nächstes würde jetzt die Befüllung der kompletten Anlage wieder anstehen. Ich fülle oben meinen Ausgleichsbehälter mit Bremsflüssigkeit und muss dann an sämtliche Bremskreise, also an den zwei Stück, an alle Lüfterschrauber, so lang am Bremspedal pumpe, bis überall über diese Entlüftungsschraube die neue Bremsflüssigkeit austritt und die dann wieder verschließe ringsrum. Somit ist gewährleistet, dass dieses System dann wieder luftfrei ist und dann wieder ordentlich funktioniert. Wie gesagt, hier auf der rechten Seite war Instandsetzung von dem alten Bremssattel nicht mehr rentabel, beziehungsweise aus Sicherheitsgründen habe ich das einfach nicht mehr gemacht, da musste ein neuer her, weil einfach der alte jahrelang ein bisschen, ja, nicht gewartet wurde
und nicht gepflegt wurde. Und deshalb hat er so ausgesehen, deshalb hat hier ein neuer hin müssen. Und ich denke jetzt auch, im Fahrbetrieb, wenn man mit dem Auto fährt, das Bremsverhalten wird sich jetzt deutlich, allein schon durch die Instandsetzung der kompletten Bremsanlage mit neuer Scheibe, mit neuen Belege, den linken Sattel soweit mit neuen Dichtungen versehen. Und hier auf der rechten Seite ein komplett neuer Bremssattel, wird sich das Bremsverhalten schon dementsprechend deutlich verbessern, wenn man jetzt mit dem Auto auf die Straße fährt. Bevor ihr dann, immer wenn ihr an der Bremsanlage was gemacht habt, insbesondere wenn ihr die Belege gewechselt habt, müsst ihr, bevor ihr losfahrt, übers Bremspedal erst die Abstände wieder richtig einstellen, also ein paar Mal das Bremspedal betätigen, dass die Kolbe den Belag zur Bremsscheibe, den Abstand richtig wieder einstellen, so dass dann auch bei der ersten Bremsung die Belege dann an der Bremsscheibe anliegen. So, dann hoffe ich, euch das Video hat euch gefallen und ich bedanke mich ganz arg für das Interesse und fürs Zuschauen. Wer bis jetzt noch kein Abo hat über den Kanal, wird sich lohnen, jetzt auf die Abonnierfläche zu drücken und auch auf die Glocke, dann verpasst ihr kein zukünftiges Video. Jetzt im Anschluss spiele ich euch nochmal die komplette Teilennummern für die Modellreihe beim 107er ab 1985 rein, für den 300er, für den 420er, für den 500er und für den 560 SL. Dann könnt ihr euch da die Teilennummer rausschreiben, wenn ihr irgendwas von der Anlage benötigt und euch neu kaufen müsst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank, bis dann, macht's gut, ciao.